Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich immer sein werde. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und ich begrüße dich mit den Worten meines Seelenlichtes Shima, Omar Tassat. Mein geliebtes Menschenkind, die Zeit, in der wir uns wiedersehen werden, wird immer kürzer. Du fühlst sicher schon in deiner Seele, wie sich meine Energie von Tag zu Tag stärker manifestiert. Und auch meine persönliche Sehnsucht, dich wiederzutreffen, steigert sich mit jedem Atemzug. So steigert sich auch die Vorfreude des gegenseitigen Erkennens, der gegenseitigen inneren Berührung, welche stattfinden wird, wenn wir uns sehen. Waren wir doch damals so eng miteinander verbunden? Warst du doch immer an meiner Seite und hast mich begleitet. Deswegen bin ich heute auch an deiner Seite und begleite dich durch dein Leben. Vielleicht magst du jetzt zweifeln, und überlegst, ob du mich tatsächlich kennst, ob du mir wirklich schon einmal begegnet bist. Geliebtes Kind, lass dir von mir sagen, dass alle Zweifel eine Illusion deines Verstandes sind, dass all deine Gefühle in deinem Herzen dir das zeigen, was richtig ist und was die Wahrheit ist. Deswegen verlasse dich immer nur auf dein Herzensgefühl. Nur so wirst du erfahren, ob wir uns tatsächlich schon begegnet sind. Du wirst mich fühlen, du wirst meine Energie in dir selbst spüren. Und genau deswegen spreche ich heute zu dir. Denn ich möchte dir ermöglichen, dir deine Erinnerung zurückzubringen. Ich möchte dir helfen, zu erfahren, was wir zusammen erlebt haben. Ich möchte dir helfen, wieder zu fühlen, wie es damals war. Und vielleicht bekommst du in deinem Herzen den Impuls und spürst die Freude. Denn wir haben auch zusammen gelacht und waren glücklich. Jesus möchte dir sagen, erinnere dich bitte immer an diese Zeit, in welcher wir so glücklich waren. Denn diese Energie gibt dir Kraft und Stärke. Und all das andere, was damals noch geschah, das Leid und die Schmerzen, all dies hatte auch seinen Sinn. Aber für mich ist es wichtig, dass du dich an die Freude unseres Seins erinnerst. Denn damit stärkst du die Energie des Vertrauens und der Liebe. Und so möchte ich dich nun einladen, mit mir zusammen in die Energie
meiner Inkarnation einzutauchen. Ich möchte dich einladen, einmal hineinzufühlen, zu überprüfen, welche Informationen in dieser Inkarnation noch für dich greifbar sind. Ich möchte dich so gerne meine Energie spüren lassen, meine tiefe Liebe spüren lassen. So bitte ich dich, mein liebes Menschenkind, atme, atme zur Vorbereitung das Licht der Liebe in dich hinein. Nehme dein wunderbares göttliches Licht wahr und dehne dich aus, so weit wie es geht, so weit, bis du einer goldenen Sonne gleichst. Und je tiefer du dich fallen lassen kannst in diese wunderbare Energie des Lichtes, der Liebe, desto näher kommst du zu mir. Dehne dich so weit aus, wie du kannst. Und schon stehe ich vor dir. Reiche dir meine Hände. Ich reiche dir meine Hände in der tiefen Liebe eines Freundes und führe dich an den See Genezareth. Ich führe dich dorthin, genau an die Stelle, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Fühle, was deine Seele dir in diesem Moment sagt. Jesus öffnet dir sein Herz und ich lade dich nun ein, in meinen Herzensraum zu kommen, denn dort kannst du mich ganz intensiv fühlen. Dort spürst du meine tiefe Liebe zu dir. In meinem Herzensraum gibt es einen Platz, welcher für dich vorbereitet wurde. Jesus bittet dich jetzt, dich auf diesen Platz zu setzen. Denn ich möchte dir ein Geschenk machen. Ich möchte dir die Worte, welche ich einstmals zu dir sprach, noch einmal in deine Erinnerung rufen. Und so lasse dich fallen, entspanne dich auf diesem Stuhl. Du bist umgeben von ganz vielen Engeln, welche dich erkennen und welche dich lieben. So lasse dich fallen in das Vertrauen, dass alles, was du jetzt wahrnimmst, Erinnerungen sind. Reinste Erinnerungen und die reinste Liebe. Dass dieses, was du jetzt fühlst, Geschenke deiner Seele sind, welche sich an mich erinnert und dir das zeigen möchte, was du damals empfunden hast. So beginnen wir also jetzt
öffne dein drittes Auge. Öffne dein Herz und deine Ohren. Alles, was du jetzt empfindest, ist die Wahrheit. Alles, was du jetzt empfindest, hast du schon einmal erlebt. Fühle meine Liebe zu dir. Meine Liebe, welche für dich ewiglich und für immer da ist. Und fühle auch die erlösende Energie meiner Worte, welche dich tragen und stützen. Jesus sagt zu dir: Elachai, ich bin bei dir. Elachim, ich bin bei dir. Elachim, ich bin bei dir. Ewiger Frieden breitet sich aus. Ewige Liebe breitet sich aus. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Und jetzt fühlst du ganz tief in deinem Herzen, was es bedeutet, von mir geliebt zu werden. Und du spürst, was es bedeutet, in Freude an mich zu denken. Dies ist mein Geschenk an dich, dass du dich erinnern kannst, dass es dir möglich ist, über die Impulse deiner Seele, die Erinnerung an dein damaliges Leben wieder zu erwecken. Jesus weiß ganz genau, dass du Bilder oder Gefühle empfangen konntest. Und deswegen breitet sich in mir jetzt auf so sehr viel Freude aus. Jesus sagt dir, immer dann, wenn du dich noch einmal erinnern möchtest, darfst du dir die Botschaft noch einmal anhören. Ich werde dich immer wieder einladen, in meinen Herzensraum zu kommen und dich auf deinen Platz niederzusetzen. Du bist mir immer willkommen. Denn du bist die Liebe meines Lebens. Ewiglich. Ewiglich.
ewiglich. Und so sage ich dir nun die Worte des Abschiedes. Jedoch weißt du, dass ich trotz allem energetisch immer bei dir bin, dass ein Teil von mir in dir wohnt und dass dadurch mein Licht auf der Erde fließt, dass du mit meinem Licht andere Menschen tief berühren wirst. Und so spreche ich in großer Dankbarkeit und Liebe die Worte mit der himmlischen Schwingung und verabschiede mich von dir mit Anna Schaff.